Wenn ich auf der persönlichen Ebene mit mir gerade nicht im Reinen bin, dann kann das ein Konfliktauslöser sein, der sich ins Team reinträgt. Zwischen den Welten der klassischen Unternehmensberatung und neuen digitalen Formaten erfährst du heute hier in diesem neuen Video, wie du Konflikte erfolgreich meisterst, wie du Konfliktmanagement betreibst. Bevor wir einsteigen inhaltlich, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du die Videos nicht verpasst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und los geht's zum Thema Konfliktmanagement. Was ist das Wichtigste im Konfliktmanagement? Frühestmöglich zu erkennen, wenn sich Konflikte anbahnen. Denn es gibt Forschungsergebnisse und Studien, die belegen, wenn ein Konflikt Fahrt aufgenommen hat, dann gibt es 9 Stufen im Konfliktmanagement, die automatisch diesen Verlauf annehmen. Da gehen wir später nochmal in der Tiefe rein in das Thema. Das heißt, das Wichtigste ist, in den ersten 3 Phasen den Konflikt so früh wie möglich zu identifizieren, zu erkennen, um zwischen den Parteien noch eine Win-Win-Situation herzustellen. Also einen guten Kompromiss, der für beide Parteien eine Lösung darstellt. Das heißt, die Kunst und die Quintessenz und erfolgreiches Konfliktmanagement fängt ganz, ganz, ganz am Anfang an. Und zwar Konflikte zu erkennen, wann bahnen die sich an und zu schauen, welche Konfliktarten gibt es denn. Und da steigen wir jetzt ein. Welche Konfliktarten gibt es, hilft dabei, aufzudröseln und bei beiden, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln. Denn üblicherweise gehen wir bei Konflikten von interpersonellen Konflikten, also zwischen 2 Personen auf und vergessen die Sachebene. Das heißt, wir sind schon auf der Beziehungsebene, diskutieren hier, aber eigentlich hat das zwischen den Personen in der Persönlichkeit wenig zu tun, sondern die Ursache liegt ganz woanders. Und da hilft es in der Vermittlung von Konflikten und Moderation von Konflikten, frühestmöglich einzusteigen in die Gespräche und mal drauf zu schauen, welche Konfliktarten gibt es und welcher Konflikt liegt denn eigentlich hier in dieser speziellen Situation vor. In Projekten und vor allem in der Führungsrolle auch, aber vor allem in Projekten Lösungen konstruktiv herbeizubringen. Da gibt es natürlich Ansätze. Und was glaubt ihr denn, was der allererste Ansatz ist? Wo muss man anfangen, wenn es um Konfliktmanagement geht? Reden, ja. Was noch? Ja, den Konflikt identifizieren. Was führt denn dazu, dass... Genau, den Konflikt überhaupt erstmal zu identifizieren. Und da lohnt es sich, hier drauf zu schauen, zu sagen, okay, welche Konfliktarten gibt es denn? Weil gerade im Projektgeschäft ist es ja so, dass wir den klassischen Konflikt haben, das ist der hier, Zielkonflikt. Wir haben das magische Dreieck, Qualität, Kosten, Zeit, die immer in Korrelation miteinander stehen, in Abhängigkeit miteinander stehen und dadurch ist durch den Projektauftrag ist es überhaupt per se gegeben, dass natürlich Konflikte entstehen. Ja? Dann gibt es dennoch andere Konfliktarten, interpersoneller Konflikt und intrapersoneller Konflikt. Was heißt das? Einmal der Konflikt zwischen 2 Personen und einmal der Konflikt mit mir selbst. Das heißt, wenn 2 Personen miteinander sich nicht grün sind, ne, wir haben vorhin auf die verschiedenen Persönlichkeitstypen geschaut, welche Gründe kann es dafür geben, weil es natürliche Abneigung gibt oder vielleicht auch Zuneigung, dann haben wir keinen Konflikt, aber bei Abneigung halt zwischen 2 Personen, dann habe ich einen intrapersonellen Konflikt. Ein interpersoneller Konflikt, der rührt meistens aus der Persönlichkeitsstruktur oder aus dem persönlichen Umfeld. Wir haben ja vorhin drauf geschaut, welche Themen sind zu berücksichtigen, wenn ich ein kritisches Gespräch führe. Das heißt, ein intrapersoneller Konflikt, wenn ich mit mir als Person gerade nicht im Reinen bin, kann sich der Konflikt auf das Projekt, auf die Aufgabe, auf das Team, auf die Mannschaft übertragen. Ja, das heißt, es wird projiziert. Hier habe ich mal ein paar Möglichkeiten mitgebracht von, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, was es da gibt. Es gibt Arten von Krisen, zum Beispiel eine sogenannte Einengungskrise. Also man kann nicht mehr so, wie man will. Das Umfeld, die Anforderungen, wir haben vorhin das Rollenmodell auch gesehen, ne? Es gibt verschiedene Anforderungen und Erwartungshaltungen an unsere Rolle.
in so einer Rolle als Mensch, als Privatmensch, als beruflicher Mensch. Und die Erwartungshaltungen sind so groß, dass ich mich eingeengt fühle und nicht mehr so leben kann, wie ich klassischerweise eigentlich leben möchte und mich selbst verwirkliche. Und da habe ich natürlich einen Engpass mit mir. Dann gibt es die Expansionskrise. Das sind zum Beispiel ja, Umbrüche, Wachstumsschmerzen. Ja, also ein Kind kommt in die Familie und auf einmal habe ich einen Umbruch in der Beziehung. Ich habe einen Umbruch in meinem eigenen Leben. Ich fühle mich nicht mehr als Frau, ich fühle mich nicht mehr als Mann, sondern ich bin nur noch Vater. Ja, das heißt, es findet ein Umbruch statt. Ein Umzug könnte auch sowas sein, ja, dass man sich vergrößert und dann irgendwelche Anschaffungen macht, die zu finanziellen Störungen führen. Auflösungskrise, es gibt ein Ende, von dem man sich verabschiedet. Das führt natürlich zu Unsicherheit. Und das sind meistens Dinge, wenn jemand halt stirbt, ja, also wenn sich etwas auflöst. Oder das können auch andere Verluste sein, wie eine Beziehung, die sich auflöst. Ich hatte auch schon mal ein Projekt, wo eine Mitarbeiterin völlig in Tränen aufgelöst war, weil ihr Chef in Rente gegangen ist, beziehungsweise sich rausgenommen hat aus dem Unternehmen. Und das war für sie natürlich sehr schmerzhaft, weil er sie eingelernt hat, ja, aus der Azubi-Welt, ihr das Leben so beigebracht hat, sie super happy ist und dankbar. Und dann sind wir in einer Auflösungskrise. Auch wenn sich ein Team auflöst, wenn man umzieht, Standortwechsel zum Beispiel sind solche Sachen. Hier ist es aber auf der persönlichen Ebene betrachtet. Dann die Transformationskrise. Es gibt eine ganz klassische Transformationskrise, die in aller Munde ist, die Midlife-Crisis. Ja, und wie hier schön dargestellt, das Runde wird zum Eckigen. Irgendwann rappelt es uns im Leben und wir hinterfragen, ist das überhaupt das Leben, das ich führen will? Ist es das, was ich will? Ist das das Familienleben? Ne? Wenn man sehr früh zum Beispiel schon Kinder bekommt und in so ein Familienkonstrukt mit Haus bauen und so weiter und Verpflichtungen kommt, da ist es dann auch manchmal schon Mitte 30, dass man das hinterfragt und sagt so, uff, soll es das jetzt gewesen sein? Geht das jetzt die nächsten 30 Jahre weiter? Ansonsten geschieht das oft, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Das heißt im weiteren Erwachsenenalter dann, wenn da auch wieder ein Umbruch stattfindet. Ne? Und dann hinterfragt man die Beziehung, die Ehe. Ist es das noch, was ich haben will? Und das heißt, wenn ich auf der persönlichen Ebene mit mir gerade nicht im Reinen bin, dann kann das ein Konfliktauslöser sein, der sich ins Team reinträgt. Und das ist genau die Übung, die wir vorhin gemacht haben in der Kommunikation, das Problem hinter dem Problem zu erkennen, das Problem hinter dem Problem zu erfragen und überhaupt zu verstehen, wo liegt denn wirklich die Ursache? Weil meistens sind gerade diese innerlichen Dinge nicht die, die wir so offen auf der Zunge rumtragen und wo wir allen erzählen, was gerade zu Hause so los ist. Ne? Deswegen ist es wirklich wichtig, beim Thema Konfliktmanagement erstmal reinzugehen in die Analyse und zu schauen, welche Konfliktart liegt vor. Das heißt, das sind jetzt zwischenmenschliche oder intrapersonelle Konflikte. Zielkonflikt habe ich gerade eben schon gesagt. Ne? Das heißt, auf der Sachebene findet das statt. Es sind Begebenheiten, Anforderungen aus dem Projektauftrag heraus, aus dem Arbeitsauftrag der Führungskraft oder des Teams, wo man sagt, das passt nicht ganz zusammen. Kann auch sein, dass die eigene Zielvereinbarung nicht zum Abteilungsziel passt oder nicht zum übergeordneten Projektziel, ja, dass es da Zielkonflikte gibt. Klassiker ist hier auch, wenn man abgestellt ist für ein Projekt und gleichzeitig noch eine Linienverantwortung hat, also in so einer Twitter-Funktion ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einem Projekt zu 30% zuarbeite, aber meine 100% Arbeitslast immer noch bleibt und ich kriege das Projekt einfach oben drauf und habe 130% Vollauslastung, statt das, was reduziert wird und ich auf 70% im Linienjob tätig bin und 30% in der Projekttätigkeit. Ne? Das sind so klassische Zielkonflikte, die sich dann rein übertragen in die Aufgabe. Normen- und Wertekonflikte, das sind diese klassischen Ansichtssachen. Ja? Wenn man sagt, so, ja, das macht man doch nicht, das gehört sich nicht. Hier sind die Rechtsverfechter, ne? Und hier sind die Freiheitsliebenden, die sagen, ich mache, was mir gefällt. Das interessiert mich nicht. Ich gehe auch ganz gern mal bei Rot über die Ampel. Ne? Dann Interessenskonflikt und Bedürfniskonflikt. Also welches Bedürfnis habe ich? Wir haben vorhin auch in der Fragetechnik reingefragt, was bedeutet es denn für dich,
unsicher zu sein? Was bedeutet es denn für dich, gestresst zu sein? Also da reinzufragen, um rauszufinden, was ist denn das Bedürfnis der betroffenen Person, der beteiligten Person? Das heißt, Zeit gegen Geld gegen Zeit, ne? Also was ist so das Wichtige an der Stelle? Und oft ist es auch, wenn man das anspricht, merkt man, okay, ich bin eigentlich mit mir gar nicht im Reinen. Ich habe selber gar keine Antwort darauf. Und vielleicht sollte ich mir erstmal überlegen, welches Problem ich jetzt mit dem Projekt und dem Auftrag eigentlich habe, bevor ich jemand anderes angehe. Wir projizieren auch ganz gern weg von uns auf andere und suchen andere Schuldige. Dann auch hier das Thema Bewertungs- und Wahrnehmungskonflikt. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Auch so ein Thema, kennen wir. Und das ist auch so, wenn man in der Projektstruktur reingeht und inhaltlich reinguckt. Wir haben gerade bei den analytischen Leuten geschaut, was ist der richtige Rechenweg? Ne? Also ist es 5 plus 2 oder 3 plus 4? Dann ist es ein Bewertungskonflikt, ne? Weil ich inhaltlich die Herangehensweise, den Lösungsweg, den technischen Ansatz nicht nachvollziehen kann und es als schlecht bewerte einfach, ne? Und sage, es muss ein anderer Ansatz gewählt werden. Dann gibt es natürlich noch Rollen- und Identitätskonflikte. Ist gerade aktuell das Thema Gender und Twitter und Geschlechter, was wir da alles so haben. Ne? Das heißt, auch das klassische Thema Männlein, Weiblein. Wer darf was nicht? Was gehört sich nicht? Das sind so Rollen- und Identitätskonflikte. Ja? Und das sind so Konfliktarten, wenn ihr jetzt mal reinschaut bei euch, und prüft Konflikte, die ihr in der Vergangenheit jetzt hattet. Gibt es da von den Konflikten Punkte, wo ihr sagt, ja, das könnte man da oder da einordnen? Ja, interpersonelle Konflikte zwischen zwei Kollegen. Die gibt es immer mal wieder. Ja. Andere Konfliktarten, wo ihr sagt, okay, wenn ich jetzt mal genauer reinschauen würde, gibt es tatsächlich noch Ansätze, wo man sagen kann, hier könnte auch sein, dass einfach ein Wahrnehmungskonflikt oder ein Bewertungskonflikt vorliegt, Zielkonflikt. Das ist klassisch auch bei den Bauprojekten, Interessenskonflikt, Bedürfniskonflikt. Die einen haben die Interesse, dass was gebaut wird, aber das Bedürfnis ist vielleicht gar nicht da. Und von uns aus, die das halt finanzieren zum Beispiel, halt das irgendwo zu bauen, halt auch dieses Interesse dann auch. Es gibt unterschiedliche Interessensgruppen, gerade wenn es Richtung Stakeholder geht. Ne? Die einen wollen, dass es so bleibt, die anderen müssen modernisieren, ne? Diesen Spannungsgrad zu haben, dass es unterschiedliche Interessensgruppen auch gibt. Das sind die Konfliktarten, die wir gerade hatten. Zielkonflikt, Wertekonflikte, Beziehungskonflikte natürlich auch, ne? Zwischen Fachabteilungen, zwischen Teams. Beurteilungskonflikt auf der Sachebene natürlich und dann der Verteilungskonflikt ist das, was ich gerade gesagt habe mit den Ressourcenbeispielen.